Hallo meine Lieben, zu einem ganz kurzen kleinen Update-Video von mir. Und zwar habe ich gerade dieses hübsche Paket bekommen, wo ich mich schon sehr drauf gefreut habe. Ich habe nämlich bei eBay was ersteigert, was ich schon unglaublich lange haben wollte, und zwar eine ganze Reihe. Ich habe schon mal reingeschaut und die Sachen ausgepackt, das wäre sonst ein bisschen umständlich geworden. Ihr könnt es schon sehen, ich habe mir die ganze Reihe von The Breaker ersteigert. Das ist die Prequel-Reihe zu The Breaker New Waves, wenn euch das was sagt. Das ist eine Manhwa-Reihe, die bei Tokyopop rauskam, und zwar 2012 bis 2013. Die umfasst insgesamt 5 Doppelbände, also es sind ziemlich, sind auch großformatige Doppelbände. Und da geht es hauptsächlich um das Thema Kämpfen, Kampfsport. Das ist ein Fighting-Shonen. Titel um einen Schüler, der an seiner Schule gemobbt wird und der eher so ein bisschen schwächlich ist. Und der hat einen sehr ungewöhnlichen Lehrer, von dem man weiß, dass er ein sehr guter Kampfsportler ist. Und er möchte von diesem Lehrer unterrichtet werden. Und ich weiß noch nicht allzu viel über den Titel. Ich fand aber auf jeden Fall, dass sich das schon sehr gut angehört hat. Ich finde auch die Zeichnungen sehr schön. Und ich bin auf jeden Fall jetzt total gespannt, diese Bände zu lesen. Die Cover sind wirklich toll. Ich muss auch sagen, Zustand war mit sehr gut angegeben, würde ich so unterschreiben. Die sind wirklich, also sehen fast aus wie neu. 16 plus Titel ist Action. Ich lese den Titel und dann bekommt ihr auf jeden Fall auch eine Review, wie er mir so gefallen hat. Ich denke aber, dass er mir sehr, sehr gut gefallen wird, weil ich wirklich fand, dass sich das ganze Setting äußerst vielversprechend angehört hat. Der hat auch so auf den gängigen Plattformen wirklich eine super Bewertung, auch wenn man darauf natürlich erstmal nicht so viel geben sollte, weil natürlich gefällt einem jeder Titel ein bisschen anders, als es manchmal vielleicht auch bei den anderen ist. Aber ich hoffe jedenfalls, dass es ein sehr, sehr gutes Leseerlebnis wird. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!